Und damit ihr jetzt all das für wenig Geld hören könnt, haben wir nochmal einen richtig guten Deal rausgeschlagen. Und zwar könnt ihr jetzt Podimo für 3 Monate für jeweils 99 Cent pro Monat testen. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt schon im ersten Monat alle Folgen durchgehört habt, dann könnt ihr das Abo auch direkt kündigen und habt dann eben nur 99 Cent bezahlt. Also es ist keine Abo-Falle. Aber wir sind schon der Meinung, dass es sich lohnt, auch danach noch dabei zu bleiben, weil es kommen ja noch ganz viele Reise in den Tod Folgen und es gibt auch richtig viele andere coole exklusive Inhalte auf Podimo. Und Reise in den Tod kommt ja immer in der Off-Woche von Mordlust. Das heißt, wenn ihr beides hören könnt, dann müsst ihr nie wieder eine Woche ohne uns sein. Also, wenn ihr das machen wollt, dann einmal bitte über diesen Link gehen. Ich habe euch ja letztens vom Hörspiel Extra für Erwachsene erzählt, vom Rattenfänger. Und Paulina und ich haben den jetzt zusammen in Paris gehört und konnten deswegen auch nicht so gut einschlafen, weil es sehr spannend war. Und ja, deswegen wollte ich euch einfach nochmal an das Hörspiel erinnern. Und dahin kommt ihr direkt, wenn ihr hier jetzt klickt. Have no need to fight tonight, tonight. Ich durfte mir wieder ein Hörbuch aussuchen von Audible. Und diesmal habe ich mich für einen Thriller entschieden, der in Berlin spielt, weil ich gerade in Berlin bin und weil ich es auch immer cool finde, wenn man die Schauplätze kennt. Und das Buch, um das es geht, heißt Der Tränenjäger, ist von Chris Carden und gelesen von Detlef Bierstedt, einer meiner absoluten Lieblingsstimmen. Und das Besondere oder das Coole an diesem Buch, was auch ein Teil einer Reihe ist, ist für mich, dass es ein Ermittlerteam gibt, also 2 Ermittler, die zusammenarbeiten und dass Carden in diesem Buch aus 2 Erzählperspektiven schreibt. Also einmal haben wir die Ermittler und was die alles herausfinden und auf der anderen Seite haben wir den Täter. Das heißt, wir lernen aber auch sehr viel über den Täter, seine Vergangenheit, seine Beweggründe und das wird an manchen Stellen aber tatsächlich sehr hart, weil man eben erfährt, warum dieser Mensch so geworden ist, wie er ist. Also man schwankt da echt so zwischen Mitleid und Entsetzen einfach nur. Also, wenn euch normalerweise Thriller gefallen, dann ist der Tränenjäger auf jeden Fall was für euch. Und über diesen Link kommt ihr direkt hin. Ich bin wieder zurück. Es haben ja einige von euch auch gehört, dass ich krank war in der Podcast-Folge an meiner nicht so schönen Stimme. Aber es ist jetzt besser, wie ihr hören könnt. Und ich habe gute Nachrichten, denn Paulina und ich verlosen zusammen mit Podimo 2 Pakete, wo drin sind eine kostenlose Jahresmitgliedschaft von Podimo, wo ihr dann auch immer Reise in den Tod hören könnt. Aber auch ganz viele andere coole True Crime Podcasts. Dann einen Cabin Trolley von Rimowa. Einmal Bluetooth-Kopfhörer von Teufel und eine Schlafmaske. Und was ihr dafür machen müsst, um das zu gewinnen, das könnt ihr jetzt alles in diesem Post, den ich jetzt verlinke, nachlesen. Viel Glück! Es gibt wieder Merch und zwar ab jetzt bis Sonntag, den 1. Mai um 23:59 Uhr könnt ihr unter anderem dieses T-Shirt hier vorbestellen, unseren Dauerbrenner mit nicht despektierlich gemeint drauf, in weiß und in schwarz. Und das ist so ein Unisex-Shirt, das heißt, es fällt auch so ein bisschen lockerer aus. Deswegen krempel ich das immer hier so hoch oder steckt das in die Hose rein. Und was es noch gibt, seht ihr, wenn ihr hier weiterklickt.